genau zielen und bauen und nochmal bauen und nochmal bauen und das letzte. Pico. So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Anno 2070, die Tiefsee. Mit der Mission, das Ende der Illusion. Wir sind hier für diese Aufgabe einfach nicht richtig ausgestattet. Schmutzwasserpumpe. Aber lass mich erstmal den Weg hier zu Ende bauen. Wird jetzt. Dieser Auftrag wird ein Kinderspiel, hm? Und dann ist gut bezahlt. Das gute Bezahle? Ich freue mich. Danke, Sokka. Ich muss 15 Tonnen mit Beton. 15 Tonnen mit Beton bringen. Aha. Benutze die Form des Alten. Aber ich habe gar keine Alten. Doch, jetzt. Jetzt hab ich's wieder. Ich hab's kapiert. Ja. So, kopieren. Häuser erstmal bis dahin. Bauen wir erstmal eine Straße hin. Da kommt Sie jetzt nicht die erste Kamino sein, die hin. In den Genuss dieser Weltneuheit kommt. Zack. Hat er gebaut? Ja. Dann müssen wir anscheinend die beiden Häuser abreißen, eine Straße dahin bauen. Die Häuser wieder kopieren und damit haben die auch dann das Casino. So, ich würde mal sagen, Sie könnten die erste sein, aufsteigen. Die in den Genuss dieser Weltneuheit kommt. Neue Bevölkerungsgruppe erfasst. Alles verzockt. Ach, Mist. Soll ich das meinem Mann erklären? Alles verzockt. Och nein. Nutzen Sie. Ja, bis halt schlecht nichts im Zocken. Mehr. Ich hab... Die Häuser habe ich für ihn erst gebaut. Finden auch, dass wir es hier gut getroffen haben. Wie nützt sie jetzt alles verzockt hat. Ja, ich würde mal sagen, produzieren wir erstmal schnell Werkzeug. Denn das brauchen wir nicht unbedingt. Jetzt können wir auch keine Mauer bauen. Wir können jetzt da bauen. Genau, das Gebäude. Aber das ist unnötig. In dieser Mission. So, ja, Werkzeug bauen wir erstmal, würde ich mal sagen. Einmal das, einmal das. Straße. Dann mal Eisenschmelze und dann zweimal Werkzeug. So schnell geht das. Nicht so wie früher, wo ich einen ganzen Park gebraucht habe. So, und wenn wir das haben wir jetzt geschafft, dann können wir auch direkt mal Beton produzieren. Und da brauche ich nochmal eine Mine. Um durch Kalk abzubauen. Und aus Kalk gemischt mit Sand entsteht Beton. Ein bisschen unlogisch, aber so ist das da anscheinend. Dafür fehlt mir jetzt aber wieder Werkzeug. Mal wieder. Bäh, ein Ölfleck. Das erinnert mich irgendwie immer an New Orleans, als der ganze Strand da schwarz war. Oh, schrecklich. Die Insel hier sieht auch schrecklich aus. Wirklich. So dunkel. So, arbeitet der? Ja, der arbeitet, also können wir die Beine schon mal auf den Betrieb stellen. Positive Bilanz haben wir immer noch, das ist wunderbar. So, liebe Werkzeugproduzenten, ich brauche
Werkzeug. Und zwar bitte so schnell wie möglich. So, können wir nicht dann auch da direkt dann das Betonteil da klatschen? Beton. Das hätten wir wohl gemacht, wenn ich Egos genommen hätte. Ja, wäre vielleicht Holz gekommen. So, wie viele Einwohner brauchte ich dann nochmal? 800, glaube ich. Ja, genau, 800. So, ich dürfte hier jetzt nochmal aufsteigen. Nichts geht mehr. Und ich muss 15 Tonnen den bringen, genau. Haben wir ja schon mal zwei. Zack. Zack. Bleib am Puls der Zeit. Meine Frau hat endlich auch einen Job gefunden. Jetzt wird alles leichter. Ne, ist ja logisch, da habt ihr mehr Kohle. Habt ihr mehr Asche? Also ich muss sagen, die Musik bei 21 gefällt mir. Sogar noch besser als bei 14.04. Gut. Jetzt habe ich wieder Werkzeug. Neue Gebäude zum Bau bereit. Wie viel? 800, genau. 800. Ich kann mich noch dran erinnern. Ein Wunder ist geschehen. Jetzt steigt auch auf. Mensch. Jetzt hat die Soße dann auf. Ich brauche Werkzeug. Wie soll ich das meinem Mann erklären? Sie könnten die Erste sein, die in den Genuss dieser Weltneuheit kommt. 800. Die harte Arbeit macht mir nichts, weil mir es sonst rundum gut geht. Ein bisschen schneller hier Beton produzieren. Ich will nicht diese Aufgabe lösen. Ist das lösen? Vollenden? Komm, jetzt nur noch eine Tonne, dann bin ich zufrieden. So, geht doch. 15 Tonnen an den Sokov liefern. Diese Ölförderanlage. Ja, das läuft natürlich noch mitten im Wasser. Erzählen Sie, ist die Sache erledigt? Ja, ist das erledigt. Macht sich gut in meiner Jahresbilanz. Du Geldstinker. So geizig. Hey, du bist wirklich auf Zack? Bitte schön, dafür bin ich Geld, oder? Nein, doch nicht. Oh ja, seid doch alle so geizig, ey. Harry, sieh hier und ich hab gar keinen Schnaps im Haus. Sag mal, wie viele Häuser noch? Ist er fertig? Ja, er ist fertig. Evakuierung 3, ja, das geht ja jetzt eigentlich. Neue Gebäude zum Bau bereit. So, das reicht doch bitte. 8 Tonnen. Vielleicht kommen Evakuierung 4 Meine Kumpels 1000. Und ich, wir sind Ihnen wirklich dankbar für alles, was Sie so tun. Gucken wir mal kurz mal nach den Vorräten. Alles auf maximal, außer Werkzeug. Schon was vor? Wenn nicht, hör zu. So, da holen wir den Typen mal ab. So lässig, wie du hier reinspazierst, hast du den Auftrag gemeistert. 34 Leute.
kommen jetzt auf die verschmutzte Insel. Es ist doch alles gut gelaufen. Hey, du bist wirklich auf Zack. Ohne dich bin ich diesmal aufgeschmissen. 1200 sogar. Oh mein Gott. Das wird schlecht. Mann, jetzt. 1200 Leute. Kann ich hier nicht mehr so... Ach ja, wegen diesem Fluss. Wegen diesem dummen Fluss. Schäm dich, Fluss. So, ausrechnen? Nein. Ein solches Angebot können Sie gar nicht ausschlagen. Boah, krieg mal. Okay, das war schlecht. Ach nein, nicht schon wieder verbauen. Ich hasse es. So, Straße. Zack. Also was will er von mir? Er will von mir 16 Tonnen. Bauzellen. Und 12 Tonnen Werkzeug? Ja. Was will er dann? Dann 30 Tonnen Kohle und dann 80 Tonnen Sand. 80 Tonnen? Hallo? Das ist ein bisschen viel. Wie viel haben wir denn da schon? 31. Aber Cola war nett. Dann würde ich mal sagen, holen mal ein paar von den Dingern dahin. Die verseuchte Insel. So. Eine miese Ökobilanz. Ich nehme an, sie hatten Erfolg. Ich hatte Erfolg, Sokov. Großartig. Lassen Sie uns diese Zusammenarbeit gleich fortsetzen. 30 Tonnen Kohle, Bruder. Bekommt er. Wenn ihr hier mal ein bisschen schneller arbeiten würden. Wir haben, glaube ich, nur ein Kohlekraftwerk. Ja, genau. Das passt. Das wollte die Nummer 1200 Einwohner. Einheiten. Was stand da? Einheitenlimit. Ach ja, wegen dem Schiff. Ja. Ich brauch, glaub ich, mal ein Schiff. Und das reicht auch. So, nochmal schnell kopieren. Hier nochmal zubauen. Wie viele Tonnen haben wir jetzt? 9. So, Straße wieder dahin bauen, wieder verbaut, ist doch typisch. Sehe ich nichts durch die Bäume? Wegen der Bäume. Meine ich. Wie viele Einwohner hätten wir dann insgesamt? Geht noch ein Haus. Kopieren. Und dann. Genau, dann rein.
27, jetzt sind nur 3 Tonnen. Jetzt kann man die 3 Dinge auch wieder abreißen. So, zack. Mehr wieder zu dem hin. Ich nehme an, sie hatten Erfolg. Ich hatte Erfolg, Sarkov. Hast du Zeit, mir in dieser Angelegenheit zu... Passivo! Da wäre übrigens noch eine winzige Kleinigkeit. Eine winzige Kleinigkeit, mal 80 Tonnen Sand da hinzuschleppen. Ist er so winzig. Für jemanden wie dich war der Auftrag bestimmt ein Klacks. 41 jetzt sogar. So lässig, wie du hier reinspazierst. Dafür bin ich dir ewig dankbar. Schon was vor? Wenn nicht, hör zu. Oh, das kann nur 1600. Die Frau spinnt. Die Frau spinnt. Ich bin... wer hat bitteschön 1600 Einwohner? Dann sind ja nochmal 600, 400 mehr. Oh, nee. Diese Mission werde ich für immer und ewig fluchen. Und wir danach kommt noch Evakuierung 6. Wir. Aber wie viele Einwohner hätten wir denn dann insgesamt? Wir hätten ja 1324. 80 Tonnen Sand. Ich glaube nicht, dass wir jetzt wieder Beton brauchen. Darum legen wir das erstmal so still. Ja, hätten wir schon mal 56 Tonnen. So, der Tisch sieht schon so aus, dass er noch wieder runtergehen würde. Bauen wir halt nochmal eine Fischerhütte. Gib mir mehr Sand. Das kann ja dann noch ein bisschen dauern. Okay, die bauen da so. Genau, Bombe so. Und mal wieder verbaut. Yippie. End Copy. Neue Häuserreihe. Und dann das kleine Stückchen da. Straße. Na, komm. So. Für Einwohner hätten wir dann insgesamt. Hätten wir 1000. Oh nein, immer noch nicht. Das da geht jetzt eigentlich schnell. Können wir die alle wieder kaputt machen? Beziehungsweise zerstören? 80 Tonnen sind es, ja. Erzählen Sie, ist die Sache erledigt? Diese Sache ist erledigt. Sehr gut. Ich werde sie wieder engagieren. Ja, jetzt haben wir erstmal Sokov. Jetzt haben wir die Produktion von Vadim Sokovs Insel wieder in Gang gesetzt. So. Aufsteigen, würde ich mal sagen. Damit die Werkzeugproduzenten auch hier mal wieder etwas tun können. Achtung, Produktionsstillstand. Immer schön aufsteigen. Jetzt können wir eigentlich nur noch warten. Mann, hier ist alles verzockt. Wie soll ich das alles meinem Mann erklären? Sie könnten die Erste sein, die in den Genuss dieser Welt neu hat. Gebäudeauswahl vergrößert. Ach so, ja. Stimmt. Nichts geht mehr.
Wie viel braucht sich 1600? Okay, ich hab schon 1800. Nutzen Sie jetzt unser einmaliges Sonderangebot. Sie könnten die Erste sein, die in den Genuss dieser Welt kommt. Ich muss aber sagen, die Mission ging eigentlich sehr schnell vorbei. Mann, hier ist aber wieder was los. So, die Nachbarn finden auch, dass wir es hier gut getroffen haben. Bleib am Puls der Zeit, Mann. Und jetzt müssen wir nur noch ein bisschen warten, dann haben wir es auch schon. Ich muss aber sagen, die Mission ging eigentlich ganz schnell vorbei. In zwei Parts, ja, ich hätte gedacht, ich hätte viel gebraucht, aber nun denn. Wir hätten es eigentlich jetzt schon mal geschafft. Eine positive Bilanz von 1122, nicht schlecht. So, 1600. Hast du Zeit, mir in dieser Angelegenheit zu helfen? So, dann holen wir die hinter uns. So lässig, wie du hier reinspazierst, hast du den Auftrag gemeistert. So, jetzt bitte nicht Evakuierung 6. Bitte nicht. Für jemanden wie dich war der Auftrag... Dafür hast du was gut bei mir. Sie ahnen ja nicht, was das für ETO bedeutet. Ja, die Mission ist endlich vorbei. Geht doch. Damit hast du gleich zwei Leuten einen Gefallen getan. Ja, dir und den Sokov. Lassen Sie uns anstoßen auf unsere guten Geschäftsbeziehungen. Oh, wie fies du schon grinst. Ich mag den einfach nicht. Ich möchte Ihnen herzlichst danken. Ich weiß nicht, was ohne Ihre Hilfe aus diesem Sektor geworden wäre, aber ich habe ein weiteres Problem. Nach ausgiebigen Untersuchungen haben sich meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Och nein. Die Katastrophe wurde von einem von mir entwickelten geothermischen Kraftwerk ausgelöst. Die genaue Ursache konnte ich bislang noch nicht lokalisieren. Eine detaillierte Analyse ist erforderlich, doch diese bedarf nicht unerheblicher Vorbereitungen. Ich hoffe, ich kann auch weiter auf Ihre Hilfe zählen. Ja. Das kannst du. So, damit hätten wir die Mission, das Ende der Illusion geschafft. Ja, wie gehen wir denn jetzt? SAAT würde man sagen. 100 Karrierepunkte, nicht schlecht. Gucken wir auf die Grafik. Gesamte Bevölkerung stieg die ganze Zeit an. Die Ökobilanz ging die ganze Zeit runter. Vermögensbilanz ging die ganze Zeit hoch. Produzierte Waren müsste eigentlich auch die ganze Zeit hochgehen. Werte Armee, keine Ahnung. Egal. Wir haben diese Aufgabe gemeistert. So. Rettete Not wieder einmal. Haben wir bekommen. So, jetzt können wir drei weitere Missionen spielen. Und zwar Fachkräftemangel können wir spielen. Kernversorgung gibt's und Zwangsevakuierung gibt es. Ich würde mal sagen, wir machen dann zuerst Fachkräftemangel, danach Fernversorgung und dann Zwangsevakuierung. Und wenn wir die drei Missionen fertig haben, können wir eigentlich Rettung des Wunders spielen. So. Das war's erstmal von mir. Ich sag auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei der Mission Fachkräftemängel.